Jo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, wir machen jetzt hier weiter mit der Quest Letzte Vorbereitungen und ja, wir helfen jetzt als nächstes der guten Ciri hier bei ihren Erledigungen hier in Novigrad. Suchst du was Bestimmtes? Ein hübsches kleines Schmuckstück. Ein Geschenk für jemanden? Als ich zuletzt in Novigrad war, hatte ich einige Probleme. Habe ich gehört. Ein paar Leute haben mir geholfen, andere wiederum nicht so richtig. Ich will's beiden zurückzahlen. Kommst du mit? Geh voraus. Wir müssen zur Tempelinsel. Seit wann bist du denn religiös? Bin ich nicht. Lass uns gehen. Ich werde dir auf Schritt und Tritt folgen. Fast da. Wohin gehen wir genau? Zu Hurensohn Junior. Bisschen spät. Er ist tot. Soltan hat gesagt, dass Hurensohn lebt und auf der Tempelinsel ist. Ich habe ihm doch persönlich mein Schwert in den Bauch gerammt. Dann musst du schlecht gezielt haben. Es scheint ihm wieder gut zu gehen. Okay, krass. Was willst du denn von ihm? Ich will ihm in die Augen sehen. Und dann? Weiß nicht. Kommt drauf an, was ich sehe. Krass, er hat es überlebt. Boah, hätte ich nicht gedacht. Was? Wir suchen Herrn Willi. Herr Willi erwartet wichtige Gäste. Also verpisst euch hier, Kackfrösche! Wie wär's mit einem Geschäft? Klar, ein Geschäft. Geht nach oben. Der Boss wartet. Die Karte ist nicht dein Revier. Das war seltsam. Das ist noch untertrieben. Was sie wohl gerade machen? Das werden wir schon bald wissen. Ja, aber erstmal alles hier unten einpacken, würde ich sagen. So, hier haben wir den ganzen Sachen hier wieder. Und danach geht's nach oben. Und ich bin gespannt, ja. Auf das Treffen mit dem guten Junior. Ja, ich dachte eigentlich, der wäre tot. Aber nun gut, vielleicht hat er das mit dem Schwert überlebt, ja. Vielleicht kam kurz nachdem wir weg sind, dann Hilfe für ihn oder so, oder wer weiß, ja. Vielleicht konnte man ihn auch mit Magie retten. Vielleicht hat er Freunde, die irgendwie auch zaubern können oder konnten. Ja. Kann ja auch sein. Mal sehen. Sieh einer an. Wen haben wir denn da? Hast dein Mündel endlich gefunden? Hat ja eine Weile gedauert. Sieht mir putzmunter aus. Ah, hast du gedacht, du hättest mich kalt gemacht? Überraschung! Halt den Rand, Hexe, bevor ich dir das Maul stopfe. Schluss jetzt! Ich bring zu Ende, was du angefangen hast. Hey, stopp! Ich bin's, Dudu! Dudu Bieberfeld! Hast du mich echt nicht erkannt? Dudu? Warte, Ciri. Nach dem Raub in Dijkstras Schatzkammer warst du verschwunden. Wo habe ich dich gefunden? Schnell. Auf dem Fleischerhof. Du hast in Priscillas Stück mitgespielt und mich auf die Bühne gezerrt. Steck das Schwert ein, Ciri. Es ist Dudu. Götter, habt ihr mir einen Schreck eingejagt? Wäre nicht nötig gewesen, wenn du nicht Hurensohns Gestalt angenommen hättest. Was zum Henker sollte das? Nach unserer Flucht wusste ich nicht weiter. Ich konnte mich nur verstecken. Sie hätten mich irgendwann gefunden. Die Entscheidung war einfach. Außer uns wusste kaum jemand, dass er tot ist. Das war meine Chance. Niemand trauerte um Hurensohn Junior. Er hat in seinem ganzen erbärmlichen Leben niemandem geholfen. Nach seinem Tod wurde er zu einem nützlichen Mitglied der Gesellschaft. Es heißt, jeder verdiene eine zweite Chance. Das trifft offenbar zu. Hurensohn bekam in gewisser Hinsicht eine zweite Chance, die er mit einem Doppler teilte. Mit dem Doppler namens Dudu.
Ganz schön mutig, Dudu. Hätte ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Ach, übrigens, du ahnst ja nicht, wie froh ich bin, dass du wohlauf bist. Und ich erst, dass ich dir nicht den Hals aufgeschlitzt habe. Sei vorsichtig. Man könnte dir auf die Schliche kommen. Willis Männer sind zu dumm dazu und seine Kollegen sind nicht viel besser. Denk dran, auch ihr seid reingefallen. Und das hätte für dich böse enden können. Stimmt, ich bin manchmal etwas zu leichtsinnig, aber meistens passe ich auf. Interessante Branche hast du dir da ausgesucht. Dudu hatte schon immer einen Sinn für Zahlen. Was sind schon ein paar Bordelle und Casinos? Er schafft das. Das ist es ja. Ich brauch's gar nicht. 2 Wochen nach Willis Tod habe ich gesagt, ich hätte das Licht des ewigen Feuers erblickt. Hab alle illegalen Geschäfte abgetreten. Ich bin jetzt ein anständiger Händler. Und Hurensohns Leute haben nichts gesagt? Ich habe Verbindungen zu den Gilden. Das Geschäft blüht. Die Gewinne haben sich verdoppelt. Für Willis Männer bedeutet eine doppelt gefüllte Börse doppelten Respekt für den Überbringer. Wir müssen gehen. Ja, wir müssen noch zum Goldenen Stör. Es war schön, euch beide zu sehen. Passt auf euch auf. Du auch. Mach's gut, Dudu. Warum gehen wir zum Stör? Da ist ein Mädchen, das mir geholfen hat. Und wer ist das? Eine Freundin von Rittersporn. Sie heißt Bea. Sie ist Kellnerin im Goldenen Stör. Hat mir geholfen, Rittersporn zu finden. Ich möchte ihr danken. Sie hat viel riskiert. Viel riskiert? Wie denn das? Die Tempelwache war mir dicht auf den Fersen. Wäre sie mit mir gesehen worden, hätte man sie bestimmt ausgepeitscht oder ihr Schlimmeres angetan. Du scheinst Ärger irgendwie anzuziehen. Da komme ich ganz nach dir. Scheint so. Oh, ich muss eine Abscheulichkeit. Ich war mal in einer Stadt, die Novigrad ganz ähnlich war. Aber die Leute waren viel größer und hatten dunkle Haut. War das in Serikanien? Nein, in einer anderen Welt. Wie ist das denn so, zwischen den Welten zu sprechen? Ist es, als ginge man durch ein Portal oder anders? Etwas anders. Am Anfang war es ganz schön schwer. Ich war nicht sehr gut darin, es zu steuern. Ich musste mich fest konzentrieren und hoffen, dass ich nicht im Krater eines aktiven Vulkans lande. Es war sehr nützlich, mit Avalach zu üben. Jetzt muss ich nur noch an den Ort denken, an den ich reisen will, die Augen schließen und es geschieht. Du willst nach Skelly gesehen. In deinem. Ich hab dir eine Chance gegeben. Hättest sie nutzen sollen. Ich scheiß drauf, was du mir gibst. Das wird dir noch leid tun, dumme Kuh. Achte auf deine Manieren. Du redest mit einer Dame. Halt dich da raus. Das geht dich nichts an. Und ob es das tut? Du bist ja auch ein verfluchter Sonderling. Ist er. Und ziemlich gefährlich dazu. Der Schlechter von Weißgarten. Und was macht er hier? Die Bäume beschneiden? Jürgen, der hat das halbe Dorf ausgerottet und die Leichen des Dorfältesten und seiner Frau mit dem Pferd bis Novigrad gezogen. Lass uns abhauen. Du solltest auf deinen Freund hören. Tut mir leid. Ich danke dir. Sie wirkten diesmal entschlossener. Du solltest dich doch nicht mit denen anlegen. Soll ich etwa Anderlinge verstoßen, nur weil diese Halunken mich bedrohen? Kommt nicht in Frage. Es ist so schön, dich wiederzusehen, Bea. Dich auch, Ciri. Wer ist dein charmanter Begleiter? Geralt von Riva. Der Geralt? Freut mich sehr. Hab schon viel von dir gehört. Ciri, hast du nicht etwas zu sagen? Richtig. Und? Was führt euch hier, meine Lieben? Ich wollte dir danken. Für alles. Ach, hör auf. So wie ich hätte jeder gehandelt. Aber nur wenige hätten es mit so viel Mut getan. Ich danke dir. Das ist für dich. Damit du dich an mich erinnerst.
Oh, das ist wunderschön. Danke. Und? Bleibt ihr auf einen Eintopf? Der Wirt hat heute Morgen ein Ferkel geschlachtet. Danke. Aber wir müssen noch nach Ferneck. Ah, zu Waldo, hm? Nun, dann werde ich euch nicht aufhalten. Dort bekommt ihr bestimmt auch was Leckeres zu essen. Lebt wohl, ihr beiden. Und pass auf sie auf, Hexer. Das werde ich. Lebt wohl. Wenn man die Stadt nur verlassen könnte. Also, deine Freundin, Bea. Was ist mit ihr? Nichts. Scheint nett zu sein. Geralt, du bist schrecklich. Was habe ich denn gesagt? Mein Opa ist krank. Was ist denn in Ferneck? Dort lagern ein paar reisende Gaukler. Anderlinge. Hier steht's. Als ich zuletzt hier war, wollte ich Triss kontaktieren. Es war nicht leicht. Ich musste fast das ganze Geld des Barons ausgeben. Triss und ich haben uns nie getroffen, weil die Tempelwache auf einmal auf den Plan trat. Danach wurde ich gesucht. Triss hat nicht versucht, dich zu finden? Wie denn? Sie wusste von nichts. Sie dachte, sie sollte eine weitere Alchemistin treffen, die aus Novigrad fliehen wollte. Ich wollte sie nicht in Gefahr bringen. Wie auch immer. Ich wurde verfolgt, gejagt und hatte keinen müden Kopper mehr. Dann traf ich Waldo. Er und seine Truppe haben mir geholfen. Mich Bea vorgestellt und durch Bea habe ich Rittersporn gefunden. Wo ist denn dein Freund? Da! Waldo! Ciri, du Inkarnation des Teufels, wo bist du gewesen? Komm her, Schätzchen. Hallo, wer ist das denn? Hast du deinen Opa mitgebracht? Aegar, du bist unverbesserlich. Lass mich dir Geralt von Riva vorstellen. Ah, sei gegrüßt. Wir haben schon so viel von dir gehört. Gleichfalls. Und danke, dass ihr Ciri geholfen habt. Ach, wir hatten keine Wahl. Konnten ein Mädel wie sie ja schlecht rauswerfen. Ach, gut, dass ihr da seid. Und gerade noch rechtzeitig. Morgen wären wir weg gewesen. Ihr geht? Man wird bald anfangen, Anderlinge umzusiedeln. Wir kommen dem lieber zuvor. Ich verstehe. Allerdings haben wir gerade 2 Pferde verloren. Und 2 weitere sind zu schwach, um irgendwas zu ziehen. Wir schaffen das schon. Heute gehen wir nicht. Also haben wir heute auch keine Sorgen. Natürlich. Ich gehe zum Händler. Vielleicht kann ich unsere Mähren gegen ein gesundes Pferd eintauschen. Nicht, dass Waldo morgen doch noch Sorgen hat. Was ist mit ihm? Ach, denkt ihr nichts. So ist Aegar halt. Heute Abend wird er wieder fröhlich sein. Was bringt euch her? Ich bin hier, weil ich um Verzeihung bitten will. Ich bin damals so plötzlich verschwunden. Pappalapapp. Hauptsache, du bist wieder da und gesund und munter. Das ist für dich. Alles, was du mir geliehen hast und etwas obendrauf. Ciri, du weißt, dass ich das nicht annehmen kann. Und du weißt, dass ich dich nicht ablehnen lasse. Ich hab's. Wir machen eine Wette draus. Reitest du noch Rennen? Natürlich. Dann fordere ich dich heraus. Geralt, machst du mit? Gerne. Ein Mann nach meinem Geschmack. Kommt. Geralt, such dir eins von diesen aus. Sofort, sofort. Dann mal los. Du warst auch schon mal schneller. Ich lass dir nur Vorsprung. So, wir haben jetzt auch die Führung übernommen. Schneller, du bummelst. Pass auf, wo du hinreitest. Du fällst noch. Du hast nachgelassen. Ich will dich nur von der Seite bewundern. Ja, das kann ich verstehen. Sie ist ja auch hübsch. Und jawohl, wir haben gewonnen. Ich kann dich immer noch schlagen. Ich hab dich gewinnen lassen. Tolles Rennen. Wenn das nicht nach einer Feier schreit, verbringt doch den Abend hier. Wir haben ein paar Fässer von Catwins Bestem. Es gibt ein Lagerfeuer und alle versammeln sich. Die Nacht gehört uns.
Hat doch gut geklappt, nicht wahr? Was meinst du damit? Du und Triss. Das hätte ich nie erwartet. Ehrlich nicht. So spielt das Leben. Also seid ihr beiden jetzt... zusammen? Mit Yen habe ich mich oft gestritten. Viel Drama. Ich sage nicht, dass es schlecht war, aber... Aber was? Es war anstrengend. Mit Triss ist das ganz anders. Es fühlt sich harmonisch an. Ruhig, so wie es sein sollte. Noch Wein? Danke. Ich bin froh, dass wir hier geblieben sind. Ich auch. Sie mögen dich hier. Ich mag sie auch. Ich würde gerne bei ihnen bleiben, trinken und wettreiten. Von Dorf zu Dorf ziehen. Mir keinerlei Sorgen machen. Was bedrückt dich denn? Was uns erwartet. Es wird nicht einfach werden, die Jagd zu besiegen. Aber mit der Hilfe der Loge und von Avalach. Wir können es schaffen. Ich fürchte, der Kampf gegen die Jagd ist nur der Anfang. Für mich jedenfalls. Wie meinst du das? Du hast es versprochen. Ich habe Spaß gemacht. Manchmal wünschte ich, ich könnte sein wie sie. Ich auch. Manchmal ist es eine Last, ein Hexer zu sein. Genau wie mein Erbe. Ich wäre so gerne gewöhnlich. Das bist du aber nicht, sondern zu Großartigem geboren. Was ich seitdem zu hören kriege. Alles wegen dieses verwünschten älteren Bluts. Mein Geschenk, mein Fluch. Es hat mir all diese Kräfte gewährt, lässt mich aber mein Leben auf der Flucht und versteckt verbringen. Damit ist bald Schluss. Wenn wir Eredin besiegt haben, bist du frei. Wirklich? Eredin ist kaum allein. Es gibt andere, die Pläne mit mir haben. Erst waren es die Zauberinnen der Loge. Jetzt ist es mein Vater. Sogar Yennefer. Du vergisst Avalach. Avalach ist anders. Er will verhindern, dass meine Gabe in die falschen Hände fällt oder außer Kontrolle gerät. Darum lehrt er mich und beschützt mich. Wenn du meinst. Du bezweifelst es? Eines Tages wird Avalach dich um einen Gefallen bitten. Vielleicht. Aber wenn, wird es noch lange, lange hin sein. Und ich bin sicher, was immer es ist, er wird mir eine Wahl lassen. Ich werde ablehnen können. Hoffentlich hast du recht. Das ist Pablo. Irgendwann will ich auch jonglieren lernen. Unglaublich nützliche Fertigkeit. Endlich habe ich euch gefunden. Amüsiert ihr euch? Lagerfeuer, Wein, Jongleure. Was will man mehr? Ich wüsste ein paar Sachen, gegen die ich es eintauschen würde. Aber es könnte schlechter sein. Du wirkst bedrückt. Ist es beim Händler schlecht gelaufen? Pah, vergiss es. Einen Tausch wollte er nicht. Ich sagte also, ich kaufe. Und da hat er Mondpreise für ein gesundes Tier verlangt. Wir brauchen Pferde. Aber wir müssen eine andere Möglichkeit finden, welche zu kriegen. Oho, mir schwart Übles. Ich wusste, dass es dir gefällt. Wir wollen uns in seinen Stall schleichen. Er hat rund 30 Gäule. Da machen ein paar mehr oder weniger nicht viel aus. Kommt ihr mit? Na klar! Kauft die Pferde doch einfach. Warum nicht? Mit welchem Geld? Ciri hat euch ein volles Sackel gegeben. Das reicht höchstens für eins. Wir brauchen mindestens vier. Geralt, lass das Getue. Wir rauben den Händler nicht komplett aus. Und wir können endlich mal was anderes machen, als vor der wilden Jagd zu fliehen.
Lass uns nicht betteln. Ach, was soll ich machen? Man muss den Bedürftigen helfen. Ja, ja, ja. Ich muss sagen, so hätte ich dich nicht eingeschätzt. Wie nicht? Zuverlässig. Es wird Zeit. Wir treffen uns bei den Stellen. Egger, halt Wache. Ciri und ich versuchen reinzukommen. Geht klar. Wartet hier. Ich gehe rein und mache euch die Tür auf. Sei aber bloß leise. Natürlich bin ich leise. So kennt man mich doch. Verschlossen. Muss einen anderen Weg hineinfinden. Gut, gib mir ganz kurz Zeit, da reinzukommen. Ich werde wohl hier hoch müssen. So, sehr schön. Aber ich mir eine Pause. Jawohl, wir sind drin. Oh, da hinten. Los, komm ran. Jawohl. So, jetzt muss ich schon mal kurz gucken hier. Ich brauche scheinbar noch einen Schlüssel. Der muss doch wieder irgendwo hier liegen. Finde mit Hilfe deiner Hexensinne eine Möglichkeit, die Stalltüren von innen zu öffnen. Okay, ich muss mal ganz kurz hier oben schauen. Hier oben gibt es ja eh auch noch Loot, von daher. So. Hey und sie, da oben ist sogar auch noch was. Aber es ist nicht unbedingt das, was wir brauchen. Und deswegen, ich will erstmal das finden, was wir benötigen. Und sowieso sind wir sonst bald wieder überladen. Ah, da ist der Schlüssel. So, gut. Hab ihn. Schnell, rein mit euch. Ich muss die Pferde bevor sie die Wachen aufwecken. Ich mache die Tür. Endlich! Wir haben es geschafft. Toll gemacht. Habt ihr die beiden Deppen gesehen, die uns jagen wollten? Sind fast über ihre eigenen Stiefel gestolpert. Danke, Geralt. Das war super. Ja, schöne Abwechslung vom Monster töten. Danke für eure Hilfe und für euren Besuch. Es war herrlich, euch alle wiederzusehen. Haltet die Ohren steif und passt auf euch auf. Vergiss uns nicht. Bis dann. Ich muss mich von Waldo verabschieden. Na schön, dann sehen wir uns bei Rittersporn. Ich muss in der Stadt noch was erledigen. Bis dann, Geralt. Ja, und so müssen wir noch der guten Yennefer helfen. Und mit dem Avalach müssen wir auch noch sprechen. Von daher noch zwei Sachen haben wir zu erledigen. Ich würde sagen, erstmal zur Yennefer. Ihre und Heimatland. Wir gucken mal ganz kurz. Ist das langweilig? Gut, das mit Yennefer ist sowieso auch näher dran hier erstmal. Und der müssen wir dann helfen, Margarita zu befreien. Die Schwarzen, Redania? Und wir müssen auf jeden Fall bei ihr aufpassen wegen den Dialogen, ja.
Nicht, dass wir irgendwas machen wie ihr Liebe gestehen oder sie küssen oder sie anflirten oder so. Ja, denn wir wollen das ja so machen, dass wir ja Triss als unsere Partnerin haben. Deswegen nicht, dass sich da noch was ändert oder so. Deswegen da aufpassen bei den Dialogen. Hey, Dreierschätzchen. Finsternis. Soll ich noch überall Finsternis um mich herum. Nee. Willst du was trinken? Ich fürchte, in diesem Etablissement ist das Spülwasser noch am besten. Imlerit, war das deine Idee oder Ciris? Erspar mir die Moralpredigt über Verantwortung. Ich wollte eigentlich eine Hymne zu deinem Ruhm intonieren, aber wenn du nicht in der Stimmung bist... Charmanter Ort. Warum bist du hier? Das wirst du bald erfahren. Erzähl mir inzwischen von Philippa. Triss und ich haben sie gefunden und befreit. Dijkstra hatte sie. Aber die Lage ist unter Kontrolle. Da bin ich froh. Und, sagst du mir, warum du hier bist? Ich konnte ermitteln, wo Margarita ist. Im Gefängnis in Ochsenfurt. Ich habe außerdem erfahren, dass jemand von dort geflohen ist. Er müsste bald hier sein. Was weißt du über diesen Flüchtigen? Ich weiß, dass er der Einzige ist, der je aus Deiriad entkommen ist. Jeder Wachmann in der Stadt sucht ihn jetzt. Ist er denn vertrauenswürdig? Das werden wir gleich erfahren. Er ist gerade reingekommen. Abi Faria? Wer fragt das? Wir würden gerne reden. Verdammt. Schnapp ihn dir lieber. Bleib stehen. Du wirst eh nicht lange rennen können. Diese Menschen werden jeden Tag wilder. Ich werde dich kriegen. Pass auf, wo du hingehst, ja? Ich dachte, ihr hättet ein Treffen vereinbart. Ich sagte, dass ich ihn gefunden habe, nicht, dass ich ihn gesprochen habe. Was wollt ihr von mir? Lasst mich. Beruhige dich, wir wollen nur reden. Mhm. Und mir eine Klinge in die Rippen stecken und mich in die Gosse werfen. Schau uns doch an. Sehen wir wie Banditen aus? Nein, eigentlich nicht. Schön, dass du das einsiehst. Außerdem würdest du uns tot nichts nützen. Dann tut ihr mir nichts. Nein, du erzählst uns deine Geschichte und gehst dann, wohin du willst. Na gut. Aber wir sollten wieder zur Kati gehen. Es ist unklug, sich auf den Straßen aufzuhalten. Trink das aus. Das hilft. Danke. Was wollt ihr? Nach Deiriad reinkommen. Sucht euch einen Jäger, sagt ihn, ihr praktiziert Magie. Er sperrt euch im Handumdrehen ein. Wir müssen rein, ohne dass es jemand merkt. Sag uns, wie du entkommen bist. Dann lebt dein Leben weiter. Angeblich kommt niemand lebendig aus Deiriad raus. Ja, so heißt es. Da dachte ich, warum es nicht tot versuchen? Aber die Leichen werden verbrannt. Sie verbrennen sie erst, seit sie erfahren haben, dass ein alter Kerl wie ich entkommen ist. Davor haben sie die Leichen in eine tiefe Grube geworfen. Die Grube ist mit der Kanalisation verbunden und die mündet in den Fluss. Wenn man den erst erreicht hat, ist man frei wie ein Fisch. Dann könnten wir theoretisch so reinkommen, wie du rausgekommen bist. Vorausgesetzt, wir stören uns nicht an ein paar verwesenden Leichen. Und vorausgesetzt, dass ihr euch durch das Gitter quetschen könnt. Sie haben den Auslass zum Fluss versperrt, nachdem ich geflohen bin. Da könnte Sprengstoff helfen. Damit uns die halbe Stadt hört? Ich habe eine bessere Idee. Ochsenfurt steht auf Elfenruinen. Und die müssen irgendwo mit der Kanalisation verbunden sein, wenn wir einen Weg in die Ruinen finden. Kommen wir ins Gefängnis rein.
Es heißt, dass Deyriad besser bewacht ist als die Festung von Vicovaro. Die Wachleute werden aus Hexenjägern rekrutiert. Der schlimmste Abschaum, geifernde Fanatiker. Wenn ihr wüsstet, was sie den Leuten antun. Jeden Tag Folter, das Rad, die Streckbank. In Frieden lassen sie einen nur an Feiertagen und wenn sie sich zugesoffen haben. Die dürfen im Dienst trinken? Offiziell nicht. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Du hast dich also totgestellt. Und das hat niemand gemerkt. Als junger Mann habe ich eine Ausbildung bei einem Chemiker in Silberstein gemacht und ein bisschen was über Kräuter gelernt. An meiner Zellenwand wuchsen Schlafpilze. Und auf dem Gefängnishof habe ich Tollkirschen gefunden. Ich musste sie nur vermischen und den Matsch eine Stunde vor der Abendrunde essen. Du hättest sterben können. Ich wollte zu meinen Bedingungen sterben, wenn das mein Schicksal war. Siehst du, war doch nicht schwer. Noch ein Rat. Such dir eine andere Taverne. Hier kennt dich jeder. Danke. Was immer ihr für Pläne habt, ich hoffe, sie gehen auf. Wir auch. Bis dann. Was er über die Wachen gesagt hat, könnte noch nützlich sein. Stimmt. Es müsste glatter laufen, wenn wir wenigstens ein paar von ihnen abfüllen könnten. Sultan müsste das hinkriegen. Ich frage ihn. Treffen wir uns auf der Ochsenfurtbrücke. Dann los. Ja, ich würde sagen, wir machen das optionale Ziel noch mit Bitte Sultan um Hilfe. Ich denke, das ist nicht schlecht. Und außerdem ist er ja hier vorne direkt. Und falls er uns nicht helfen will, ja, können wir ja vielleicht probieren, einen Zauber einzusetzen, dass er uns hilft. Mal sehen. Wir gehen erstmal zu dem hin. So eilig, mein Prinz. Sultan? Geralt? Ah, nun gut, da er ja ein guter Freund von uns ist, hilft uns bestimmt auch so, ja. Margarita wird in Deyriad gefangen gehalten. Ich habe einen Plan, um sie zu befreien, aber wir brauchen deine Hilfe. Was soll ich tun? Belade einen Wagen mit so viel Mahakama, wie du auftreiben kannst und fahr ihn nach Ochsenfurt. Yennefer gibt dir ein Signal und dann fährst du durch die Tore und versorgst die Wache. Ach, schreckliche Zeiten. Seit die Magier die Stadt verlassen haben, sind die Jäger auf Anderlinge aus. Ein Zwerg bei den Gefängnistoren erregt nur Aufmerksamkeit. Stimmt. Daran habe ich nicht gedacht. Dann gehe ich direkt zu Yen. Sie sucht einen Weg in die Ruinen unter der Stadt. Eine Partie Gwyn. Das? Ah, no, das wollte ich nicht. Moment. So. Gut. Dann gehen wir jetzt zur Yennefer. Ja, ich hatte eben kurz einen falschen Dialog ausgewählt. So. Wir sollen sie bei der Brücke zu Ochsenfurt treffen. Wo ist sie denn? Ist hier hinten. Gut, machen wir doch zu dem Tor. Eine Schnellreise, ja. Streitlustig, wie? Perfekt. Jetzt müssen wir nicht mehr so weit reisen hier. Geralt! Hast du einen Zugang gefunden? Mehrere. Der nächste ist in einem Brunnen beim Gefängnis. Hast du Hilfe organisiert? Wir kommen schon alleine, klar. Fangen wir an? Kann losgehen. Dann mal los. Sicher, dass die Wachen nichts von der Passage durch die Ruine wissen und keine Wachen postiert haben? Haben sie nicht. Woher willst du das wissen? Die Hierarchen von Novigrad haben sich große Mühe gegeben, alle Erinnerungen an die elfischen Wurzeln der Stadt zu tilgen. Seine Majestät, selbst wenn sich jemand an die Ruinen erinnert, weiß doch niemand, wo sie liegen und wie groß sie sind. Ich bin absolut sicher, dass da niemand Wachen aufgestellt hat. Hoffentlich hast du recht. Ja, hoffen wir es mal. Guck dir das an. Guck's dir an. So, hier vorne ist der Brunnen. Da sind wir. Das ist es.
Bis vor kurzem war der Brunnen mit einem Felsbrocken verschlossen. Aufgrund eines Erlasses von Himmelfahrt vor einigen Jahren. Aber ich habe zwei starke und willige Passanten gefunden, die das Hindernis entfernt haben. Gegen eine bescheidene Gebühr natürlich. Hier. Was ist das? Benutz es, wenn du Rita hast. Dann kann ich dich orten. Kommst du nicht mit? Durch Ruinen und Kloaken kriechen? Das überlasse ich lieber dem Fachmann. Du willst also lieber antanzen, wenn die harte Arbeit getan ist. Also. Nasse Kleider. Welch eine Freude. Gut, wir sind unten. Dann mal ab unter Wasser. Und dann jetzt los schwimmen hier. Los. Los, 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 los. Wir müssen tief in die Ruinen rein. Was haben wir denn hier? Ah, Grabräuber. Der hier mochte wohl Elfengrab. Ja, und wir haben hier noch einen sekundären Weg. Hier ist zwar nicht unser Hauptziel. Was jetzt, du Stück Dreck? Aber ich denke, der ist ein Besuch wert. Ich will mich zumindest mal ganz kurz hier umsehen. Weil vielleicht gibt es ja hier noch eine Kiste. Okay, und ich sehe gerade, von hier aus geht es jetzt auch zum Hauptweg. Okay, sieh an. Oh, hi. Nee, das. So, fest verschlossen, rührt sich nicht. Hier muss irgendwo ein Hebel sein. Hab ihn schon. Mir fehlt etwas. Alles klar. Muss ich noch mal ganz kurz hier hinten hin? Ich glaube, hier hatte ich sogar was gesehen. An der Wand, glaube ich. Muss irgendwo etwas sein. Gehen wir hier nach oben. Halt, Moment, da unten war gerade das Rot, oder? Ja, hier. Das könnte noch nützlich sein. Perfekte Sache. Wir haben eben hier einen Schwert gefunden. Ja, da möchte ich dann gleich mal nachschauen, ob das ein starkes ist, was vielleicht unser aktuelles ersetzen könnte. Das müsste passen. Die Wand sieht brüchig aus. Ja, dann zerstören wir sie selbstverständlich mal. Hier steht's. Da. Okay, da. Sehr schön, das war's für alle. Das waren aber ganz schön viele. Hier ist ein Eingang. Und hier brauchen wir den Schlüssel. Okay, dann können wir nur hier rein. Alarm! Eindringlinge! Stirb, Fotzenlecker! Hey, ich bin gerne ein Lecker. Geh denn das? So, hab den Schlüssel.
Sehr schön, jetzt können wir wieder dort hinten hingehen. Aus dem Tor allerdings, was haben die denn hier noch drin? Ja, ich denke, wir sollten mal hier noch gucken. Von hier aus können wir auch hier rein. Nur dass halt hier mehr Konfrontationen haben, so wie es aussieht, ja. Ich denke, dann nehmen wir den Weg. Vielleicht können wir hier mehr looten. Margarita. Wer da? Geralt? Götter, ich halluziniere. Ich hol dich hier raus. Zwecklos. Den kriegst du nie ohne Schlüssel auf. Der Wärter hat ihn immer bei sich. Sein Zimmer ist oben. Bin gleich zurück. Gut, dann hole ich fix den Schlüssel. Bin gleich wieder da, macht dir keine Sorgen. Du wirst dann frei sein. So viel kann ich dir versprechen. Aber Moment, ich sehe gerade, ich muss mich ganz kurz um mich selbst mal kurz kümmern, denn ich bin gerade etwas überladen. Das stellt ein Problem dar. Aber nun gut, ist auch selbstverständlich, dass ich überladen bin bei dem ganzen Zeug, was ich hier dabei habe. So, ich hau mal noch eine Verbesserung in das neue Schwert rein. Was nehmen wir denn da mal noch? Hier haben wir noch das, so. Wir müssen dringend welche von den schwächeren Schwertern und so verkaufen. Ich glaube, der Grund, warum ich das jetzt länger nicht mehr gemacht hatte, war, die letzten Missionen waren ja größtenteils alle bei Kaer Morhen und so. Und da gibt es natürlich keine Händler. Ich glaube, deswegen habe ich daran auch nicht mehr jetzt gedacht, ja. Wir sind ja erst seit dem Ende der letzten Folge wieder hier in der Stadt, ja. Da habe ich dann absolut nicht mehr dran gedacht, dass ich Sachen verkaufen muss. Also darum werden wir uns auf jeden Fall mal kümmern müssen. So viel ist sicher. Du wirst auf dem Scheiterhaufen brennen! Verteilen! So, ich habe alles. Moment, aber ein was muss kurz weg. Ich habe gerade Bolzen mitgenommen. Die wollte ich gar nicht mitnehmen. Und ich dachte eigentlich, hier soll der Schlüssel sein. Ich glaube, wir müssen also wohl noch eine Etage weiter nach oben. So wie es scheint. Diese ganzen Materialien, das tut mir gerade weh, die alle wegzuschmeißen. Bin ich auch ganz ehrlich. So. Meine Markierung vom Spiel sagt, ich muss noch weiter hoch. Na gut, dann gehe ich jetzt hier lang. Dich um! Von rechts ein. Jawohl. Ah, da hinten geht es dann hoch. Okay. Schützen aufs Dach! Zauber! Alle anderen auf ihre Posten! Gut, das mache ich einfach nichts weg. Machen wir es schnell. Schnell. Pardon. Jawohl. Das war's für die. Davon. Sauber. Wer bist du? Wie bist du hier reingekommen? Eindringling! Ich will. So. Jetzt die Körperfix-Durchsuchung von denen. Ja, nur sollte ich vielleicht die eine Wache dort hinten noch wegmachen. Das Feuer wird Asche aus dir machen! So. Schon besser.
Was sind das für komische Fesseln, die alle dabei haben? Diese Deuterium-Fesseln? Vielleicht kann man die gut verkaufen oder so. Ich weiß nicht, vielleicht sind die gut was wert oder so. Ich nehme die jetzt erstmal mit. Oder gucken wir mal ganz fix nach im Inventar. Hier sehen sie was Sonstiges. Okay, die können für eine ordentliche Summe verkauft werden, die Dinger. Dann sollten wir diese Fesseln, denke ich, überall mitnehmen hier von den Jägern. Er scheint ja dann anscheinend gut was wert zu sein, die Dinger. Hier war jetzt noch ein Hexerschwert, okay. So, ich habe jetzt mal zwei blaue weggeschmissen und behalte jetzt erstmal die goldenen. Ah, na super, schon wieder überladen. Ich könnte schreien. Na gut, muss ich halt noch was wegschmeißen. Ich schaue jetzt einfach mal noch eine Rüstung weg. So. Und notfalls noch mal so ein Schwert oder so. Dann nehme ich jetzt wirklich erstmal nur die Fesseln noch hier weiter mit. Und Waffen erstmal keine mehr. Es sei denn, hier wäre jetzt wirklich was sehr Interessantes, ja. Ja, aber das Problem ist, diese Fesseln wiegen scheinbar auch ordentlich was. So, gibt es hier oben in seinem Zimmer noch was? Eine Kiste. Okay, was interessant, das hat die leider nicht. Ja, und ich müsste mal ganz kurz die eine Rüstung von mir reparieren. Ich meine, ich habe ja eh Reparaturkits hier viele dabei. So, deswegen einfach mal zweimal eine Reparatur draufgeschmissen jetzt hier. Kann ja nicht schaden. So. Und macht mich ja außerdem auch noch ein bisschen leichter, wenn ich die Dinger noch mit nutze, ja. Von daher hilft es da auch ein bisschen. Gut, und da wir jetzt den Schlüssel haben, gehen wir jetzt ganz fix wieder runter. Los geht's. Und jetzt schnell sie hier rausholen. Was machst du da? Yen wird gleich kommen. Hurensöhne in die Finger kriege. Ich helfe gern, wenn ich dann noch lebe. Ich muss sie hier wegbringen. Sofort. Ich kann nicht mit euch beiden durch das Portal. Du musst alleine rausfinden. Ich mag Portale sowieso nicht. Geht. Da muss ich jetzt alleine hier raus. Sollte ja nicht so schwer werden. Ich meine, wir haben ja eh schon alle auf unserem Weg vorhin hier schon zum Schlüssel hin ausgeschaltet. Deswegen los, schnell einfach raus hier jetzt. Wer weiß. Kann ja passieren, dass hier vielleicht nochmal Verstärkung oder so kommt. Aber ne, sieht nicht danach aus. Lang lebe, etc., etc. Es waren gar keine Magier, heißt es. Wer dann? Ein Mann hat sich durch die Wachen gekämpft und ist geflohen. Du wirst erstickt als dich. Okay, interessant. Die Männer da drüben haben gerade über uns gesprochen. Ich wieder unter deinen Stein. So, und wir bräuchten dringend kurz eine Schnellreise, sonst ist das jetzt hier zu weit für uns. Ich glaube, hier hinten bei der Brücke sollte eine sein. Ja, hier, sehr schön. Dann sprechen wir jetzt erstmal mit dem Avala und danach treffen wir wieder die gute Yennefer. So.
Und mal sehen, was dann der Avalar auch noch möchte. Sowieso ist der irgendwie auch recht unsympathisch, muss ich sehen. Muss ich sagen, ja. Aber nun gut, er hat Ciri geholfen. Ja, das ist die Hauptsache. Trotzdem, ich mag ihn persönlich jetzt nicht so. Warum so eilig, mein Prinz? So, jetzt gucke ich mal noch ganz kurz hier. Geralt? Ich lagere mal hier ein Schwert ein, was ich unbedingt behalten möchte. Ja, und zwar das hier. So, weil dann bin ich auch noch mal ein kleines Stückchen leichter. Gut. Das passt dann jetzt so gut. Dann jetzt nach oben. Hey, und wir könnten eigentlich hier die Yennefer direkt auch jetzt noch mit treffen. Ja, ich meine, das ist ja auch mit hier. Geralt! Was ist los? Noch nichts, aber es braut sich was zusammen. Philippa und Margarita wollen mich sprechen. Dann red doch mit ihnen. Sie werden dich schon nicht beißen. Wenn doch, beiß ich zurück. Wo ist denn das Problem? Ich wette, dass sie was mit mir vorhaben. Und sie geruhen, mir ihre Pläne mitzuteilen. Du hast nichts zu befürchten. Geh einfach hin und hör dir an, was sie zu sagen haben. Und wenn sie mich zu irgendwas zwingen wollen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das zulassen würdest. Margarita hat sich doch immer nur für deine Ausbildung interessiert. Sie wird dich kaum in die Politik zerren. Philippa ist zäh. Die spielt ein hartes Spiel, aber am Ende respektiert sie es doch, wenn man bei seiner Meinung bleibt. Wenn sie dir ein Angebot macht und du es entschieden ablehnst, wird sie das respektieren. Danke, Geralt. Geh lieber. Gib ihnen nicht noch mehr Zeit, Ränke zu schmieden. Du gehst nicht mit ihr? Ich kann ihr schlecht die Hand halten, wenn sie ernst genommen werden soll. Stimmt. Gute Entscheidung. Beruhige dich. Du läufst noch ein Loch in den Boden. Ich beruhige mich, wenn sie rauskommt. Ciri hat schon härtere Situationen gut überstanden. Stimmt. Wir haben ihr ein paar Prinzipien anerzogen. Nützliche Fertigkeiten. Genau. Also gibt es nichts zu befürchten. Natürlich. Ich guck nur mal schnell nach. Spionier ihr nicht nach. Hast du wirklich so wenig Vertrauen? Ich traue Philippa und Rita nicht. Warum warst du dann einverstanden mit diesem Treffen? Aus dem gleichen Grund wie du. Wenn sie sie respektieren sollen, darf sie nicht an meiner Schürze hängen. Was siehst du? Philippa doziert. Ciri läuft auf und ab. Sie bleibt stehen. Sie sagt was. Philippa ist bleich geworden. Das ist meine Ciri. Hat dir wohl eine Abreibung gegeben. Still, da kommt sie. Und? Ihr habt gelauscht. Ja. Nein. Ihr habt euch kein bisschen verändert. Sagst du uns, worum es ging? Lieber nicht. Jedenfalls noch nicht. Natürlich erst, wenn du soweit bist. Ich muss mich entspannen. Ich gehe spazieren. Fettnäpfchen, wie immer. Was meinst du damit? Nichts. Ich wollte nur... Geh zu Avalach. Er wollte dich offensichtlich sprechen. Gut, Avalach, ich komme.
Brauchst du ein Taschentuch? Muss zugeben, das hätte ich nicht von dir gedacht. Ihr Menschen habt einen ungewöhnlichen Geschmack. Wie ist es auf dem kahlen Berg gelaufen? Warum fragst du? Du bist doch ein Wissender. Ich frage aus Höflichkeit. Ein Konzept, das ihr offenbar vergessen habt, als ihr wortlos verschwunden seid. Ciri war in Eile. Ich weiß, hat sie im Brief geschrieben. Das ist jetzt aber nicht wichtig. Ihr habt Imlarit sehr geschickt erschlagen. So geschickt, dass ihr mich sozusagen inspiriert habt. Hör auf mit den Ratespielen, ich bin's leid. Der Verlust eines seiner großen Generäle hat Eredin geschwächt. Erheblich. Es bleiben noch zwei. Wie werden wir die los? Karantir ist loyal, aber Gels, der ist eine andere Geschichte. Er war ganz unserem früheren König ergeben. Den Eredin zufällig vergiftet hat. Königsmord. Ernste Sache. Davon wissen wohl nicht viele. Unter den Lebenden nur ich und Eredin natürlich. Die Frage ist, ob Geels dir glauben wird. Darüber musst du dir nicht den Kopf zerbrechen. Die Möglichkeit, Geels zu töten, hast du nicht erwähnt. Solche drastischen Maßnahmen sind nicht immer nötig. Dann willst du wohl mit ihm verhandeln. Brillante Folgerung. Bravo. Gut. Was schlägst du also vor? Na, Geels herholen, ihm zeigen, was wirklich passiert ist. Wunderbarer Plan. Wenn wir nur wüssten, wo er ist. Wissen wir. Im Land der Enelle. Du vergisst etwas. Ciri und du, ihr versteht euch aufs Reisen zwischen den Welten. Aber ich nicht so sehr. Sicher weißt du, dass es neben der Welt, in der wir uns gerade befinden, noch zahlreiche weitere gibt. Sie sind durch Passagen verbunden, verborgene Tore, die Reisen von einer Welt in die andere erlauben. Es gibt nicht viele, die von diesen Toren wissen. Und nur wenige können sie finden. Wissende der Elfen zum Beispiel? Zum Beispiel. Eine solche Passage wird sich bald auftun, zufällig ganz in der Nähe. Zwischen diesem noblen Gebäude und dem Fleischerhof. Das ist unsere Chance. Gehen wir? Gehen wir. Ich kenne dieses Haus. Ich sollte hier mal einen Göttling rauswerfen. Du solltest? Er war harmlos. Gut, Avalor, dann folgen wir dir mal. Aber wir machen jetzt hier erstmal Schluss, Leute. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.